Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal Achtung Lichtarbeit. Ja, das ist ein Ergänzungsvideo und zwar zu diesem Video hier. Ich hatte ja vor kurzem ein Video gemacht zum Thema Endzeit, New Age Agenda gegen biblische Sicht. Und da hatte ich auch das Thema Entrückung angesprochen, so allgemein. Und ja, einige hatten mich gefragt, ob ich denn da nicht auch einmal etwas ausführlicher drauf eingehen kann. Obwohl das jetzt eigentlich nicht das Thema meines Kanals ist, der sich ja mit Esoterik, New Age, Lichtarbeit und so beschäftigt und entsprechende Methoden aus christlich-biblischer Sicht einsortiert. Aber es hat ein bisschen schon auch was damit zu tun, denn bei der New Age Agenda geht es hier auch um einen ganz großen Unterschied. Ich war ja auch mal in der Lichtarbeit im New Age und ich und wir alle dachten ja damals, es gäbe so einen Aufstieg in eine fünfte Dimension oder ein goldenes neues Zeitalter. Und dem muss man klar die biblische Sicht entgegenstellen, die überhaupt nicht von einem goldenen Zeitalter spricht, sondern ganz im Gegenteil, dass es immer schlechter wird. Und einen Aufstieg in eine höhere Dimension wird es auch nicht geben. Ja, und insofern passt es schon ein bisschen da auch mit hinein. Also ja, deswegen heute eine Ergänzung zu diesem Thema der Entrückung. Ja, Entrückung, was meint es? Wir Christen, ich bin ja inzwischen nicht mehr in der Lichtarbeit, sondern gläubiger Christ. Wir glauben, dass es diese Entrückung gibt, dass die an Jesus Christus Gläubigen entrückt werden. Natürlich, wenn sie nicht vorher schon entschlafen sind im Glauben, aber dass die noch Lebenden zum Ende der Zeit hin entrückt werden, dem Herrn entgegen und keinen physischen Tod durchmachen. Ja, das ist das, was als Entrückung bezeichnet wird. So, ich hatte in dem Video diesen Zeitstrahl hier vorgestellt. Ganz grob noch hier, wir sehen also das dritte von links, Jesus Christus, seine Geburt, das ist sein erstes Kommen. Das erste Kommen des Herrn Jesus, das war eben das, wo wir an Weihnachten daran gedenken, wo er als Mensch auf diese Erde kam in Knechtsgestalt, um sein Leben hier für uns zu geben am Kreuz und um am dritten Tage aufzuerstehen. So, dann haben wir da, wo wir jetzt sind, Zeitalter der Gemeinde. Und dann sieht man hier schon den Strich da, wo Entrückung steht. Dann sieht man da oben große Drangsal, 7 Jahre, der Antichrist so in der Mitte und dann Wiederkunft Christi steht danach. So, die Wiederkunft Christi, dort kommt Jesus Christus zum zweiten Mal. Er kommt dort in Macht und Herrlichkeit, also nicht so wie an Weihnachten in Knechtsgestalt, sondern da kommt er wirklich so, wie er ist, als König der Könige, als Herr der Herren. Und die Entrückung davor, da könnte man auch sagen, er kommt wieder, aber eigentlich zählt mir das nicht so dazu. Sonst könnte man sagen, der Herr kommt noch zweimal wieder, einmal zur Entrückung und einmal, wenn er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wird. Aber bei der Entrückung wird der Herr die Erde nicht einmal betreten, sondern er kommt vom Himmel her uns entgegen, uns zu entrücken. Das wird wahrscheinlich ein Ereignis sein, das sehr, sehr schnell gehen wird. Und deswegen wird das normalerweise jetzt nicht als das zweite Kommen bezeichnet, sondern erst, wo hier steht, Wiederkunft Christi, wenn er in Macht und Herrlichkeit wirklich hier auf die Erde wiederkommen wird, auch den Boden der Erde betreten wird, um dann, ja, hier steht ja dieses Millennium, das tausendjährige Friedensreich, wo er dann mit den Seinen regieren wird. Gut, aber wer will, kann auch sagen, Jesus kommt noch zweimal wieder. Völlig falsch ist es ja auch nicht. Ja, okay, also schauen wir mal, wir schauen uns also quasi hier diesen Ausschnitt an. Oben ist nochmal der ganze Zeitstrahl und hier jetzt in diesem Beitrag geht es hier um diese Entrückung und auch die Zeit danach. Diese 7 Jahre, das ist die 70. Jahrwoche aus Daniel 9. Das wäre nochmal ein anderes Thema, das will ich jetzt hier nicht im Detail erklären.
Jedenfalls ist das die Zeit, wo auch dann der Antichrist auftreten wird und am Anfang dieser 7 Jahre einen Bundesschluss mit Israel machen wird, den er dann in der Hälfte der Zeit brechen wird. Und das ist auch die Zeit, wo die ganzen Gerichte Gottes kommen, die 7 Siegelgerichte. Aus dem 7. Siegel dann die 7 Posaunengerichte und aus der 7. Posaune die Zornschalengerichte. Ja, die Gerichte in der Hoffnung Gottes, dass doch noch Menschen umkehren zu ihm. Gott macht in dieser Zeit auf sich aufmerksam und hofft, dass ja, Menschen dass diese Zeichen erkennen und sich an Jesus Christus wenden. So, die Entrückung ist hier, wie man sieht, vor dieser Zeit. Also die Entrückung, dann diese 7 Jahre mit dem Auftreten des Antichristen in der Mitte, also nach 3,5 Jahren. Und dann die 7 Jahre werden dadurch beendet, dass nämlich der Herr Jesus dann in Macht und Herrlichkeit hier wirklich auf die Erde wiederkommen wird. Aber hier geht es jetzt eben um die Entrückung. Es gibt eine Hauptstelle dazu, es gibt mehrere Stellen über dieses Thema, aber eine Hauptstelle und die lesen wir in 1. Thessalonicher 4. Also, da heißt es, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also es geht hier um die in Jesus Christus Verstorbenen, also die, die entschlafen sind im Glauben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst, so und jetzt geht es eben um diese Entrückung, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also hier haben wir wörtlich diese Entrückung. Wir lernen also, wie schon erwähnt, er kommt vom Himmel herab. Dann werden die Toten in Christus, also die im Glauben Entschlafenen zuerst auferstehen. Nicht mit ihren verwesenen Leibern, sondern sie erhalten dort einen Auferstehungsleib. Also das wird zuerst geschehen. Und danach werden wir, die wir leben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Das heißt, das ist das, was ich meinte. Hier wird Jesus Christus die Erde nicht einmal betreten mit seinen Füßen, sondern das hier findet alles in der Luft statt. Er kommt uns entgegen. Er kommt vom Himmel herab und wir ihm entgegen werden entrückt. Und davor noch die Auferstehung der Toten, die in Jesus Christus gläubig Entschlafenen. Das wird wahrscheinlich alles in einem Atemzug geschehen. Also das wird wohl nicht sehr lange dauern, das Ganze hier. Also wenn die in Jesus Verstorbenen auferstehen, dann wird das nicht mehr lange dauern, sondern an anderer Stelle lesen wir noch, dass das in einem Augenblick geschieht. So, und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit, das hier, was hier in Grau unterlegt ist. Das heißt, dann ist die Sache für die Gläubigen gewissermaßen erledigt. Wir werden dann schon sein beim Herrn alle Zeit. Das heißt, der Zeitpunkt, worauf wir immer hoffen, wenn wir sagen, Herr, komme bald, bezieht sich auf die Entrückung. Das ist das, worauf wir hoffen. Denn dann, in diesem Augenblick, werden wir bereits bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir werden dann nochmal mit ihm wiederkommen,
wenn er wirklich dann die Erde betritt in Macht und Herrlichkeit, da heißt es, wir werden dann mit ihm nochmal kommen zum Gericht. Aber der Zeitpunkt, auf den wir hoffen, auf den wir warten, Herr Jesus komme bald, das ist die Entrückung. Denn dann werden wir, wie es hier heißt, bei dem Herrn sein alle Zeit. Und das ist ja doch die große Hoffnung, die wir in unseren Herzen tragen, die große Hoffnung. Und das ist die lebendige Hoffnung, die auch jeder gläubige Christ haben sollte, dass der Herr einfach wiederkommt. Und darauf warten wir. Wir sind eigentlich jetzt hier, um zu warten und die Zeit gut zu nutzen für Evangelisation und Mission. So, dann steht hier auch etwas über die Posaune, über den Zeitpunkt. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt. Das wollen wir uns mal merken, die Posaune Gottes. Darum wird es gleich noch etwas näher gehen. Denn da geht es um den Zeitpunkt, wann ist denn die Entrückung? Und diese Frage hat eben auch viel mit dieser Posaune zu tun, wie wir nachher noch erfahren werden. Kommen wir zur nächsten Stelle, 1. Korinther 15. Hier lese ich jetzt ab dem gelb markierten, wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, hier haben wir also wieder die Posaune, das heißt hier zur Zeit der letzten Posaune, merken wir uns das mal. Und hier steht auch das mit plötzlich in einem Augenblick. Das ist das, was ich vorhin sagte, also wenn die im Glauben Entschlafenen dann auferstehen, werden wir dann zeitgleich mit ihnen entrückt werden. Und die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt, unverweslich und wir werden verwandelt werden. Dann das andere Gelbmarkete, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Das ist dann, wenn die Entrückung geschieht, dann ist der Tod für die Glaubenden, für die Gläubigen keinerlei Sache mehr, wo man Angst haben müsste, Furcht oder sonst was. Da ist dann klar, das Totenreich, der Tod ist verschlungen in Sieg, wie es hier so schön heißt. Ja, also hier haben wir auch bestätigt eigentlich, was im 1. Thessalonicher Brief noch steht, die Auferstehung der Toten und dann in einem Augenblick die Entrückung zur Zeit der letzten Posaune. So, hier ist übrigens auch so eine Posaune, so ein Schorfhorn, wie man es früher kannte, auf dem geblasen wurde, wo auch als Signal für die Armee zum Beispiel, ja, da konnte man dann seine Truppen delegieren. So, zu der Frage der letzten Posaune. Es ist so, es gibt da jetzt bei der Entrückung unterschiedliche Auffassungen. Ich tendiere zu der, die auch in dem Bild vorhin zu sehen war, dass die Entrückung vor diesen 7 Jahren stattfindet, der Drangsalszeit. Aber es gibt natürlich auch Argumente oder Befürworter der Lehre, dass die Entrückung später erst geschieht. Also es gibt im Grunde mehrere verschiedene Auslegungen, aber zwei, die ich für die wahrscheinlichsten halte. Die Entrückung vor der Drangsalszeit oder in der Mitte der Drangsalszeit. Und das wollen wir uns auch mal anschauen zusammen. Und dann will ich auch begründen, warum ich die Sicht befürworte vor der Drangsalszeit. Hier, das ist Dr. Roger Libby, den ich sehr schätze. Ich habe ihn ja auch seinen Kanal empfohlen bei meinem eigenen Kanal. Und es geht hier jetzt rund 4 Minuten mal darum, was er denn zu der letzten Posaune sagt. Und danach schauen wir uns auch nochmal eine andere Darstellung an und da, um das dann insgesamt aufzulösen anschließend. Aber diese Posaune Gottes wird klingen bei der Entrückung. Und da könnte einer sagen, ja, aber das ist vielleicht symbolisch. Darum sagt der Apostel bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es, nicht symbolisch, es wird wirklich
Es wird wirklich die Posaune Gottes gehört werden. Und er nennt sie die letzte Posaune. Und da denken manche, aha, das ist die letzte Posaune der Offenbarung, die siebte Posaune. Aber die ist noch in der großen Drangsal. Da muss man nicht jeden Tag warten. Da muss zuerst mal das erste Siegel, zweite Siegel, dritte Siegel und so weiter gebrochen werden, bis zum siebten, dann erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Posaune und dann kommt die Entrückung. Letzte Posaune. Das wird doch manchmal gesagt. Das ist vollkommen falsch, weil die siebte Posaune ist gar nicht die letzte. Wollen wir mal schauen, wo die letzte Posaune kommt? Noch später. Die siebte Posaune, dann kommt ja das erste, die erste Schalengericht, das zweite, dritte, vierte bis siebte Schalengericht. Und erst nachher kommt der Herr Jesus in der Offenbarung. Aber in Matthäus 24 sehen wir, dass da eine große Posaune schallen wird, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Matthäus 24. Vers 30, und dann werden sie das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit einer großen Posaune. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Das steht also ganz wörtlich im Grundtext, aussenden mit einer großen Posaune. Wenn bei ihnen steht, mit starkem Posaunenschall, wörtlich steht, mit großer Posaune. Nun, das ist die Posaune aus Jesaja 27, Vers 13. Das ist kein Geheimnis. Das war alttestamentlich bekannt, diese große Posaune, die schallen wird, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Da steht es, Jesaja 27, ich lese ab Vers 13. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr Getreide ausschlagen von der Strömung des Euphrat bis zum Bach Ägyptens. Also von Irak, Euphrat, bis nach Ägypten. Und ihr werdet zusammengelesen werden. Eine nach dem anderen, ihr Gemeinde, nein, das steht nicht, ihr Kinder, Israel. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird in eine große Posaune gestoßen werden und die Verlorenen im Land Assyrien und die Vertriebenen im Land Ägypten werden kommen und den Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Die große Posaune wird den Überrest aus Israel, der noch im Ausland sein wird bis dann, versammeln, und zwar nicht in den Himmel, sondern zum heiligen Berg in Jerusalem, zum Tempelberg. Das wäre, wenn schon, die letzte Posaune. Aber da kommt ja der Herr in Macht und Herrlichkeit mit den Gläubigen der Gemeinde. Wie sollen wir verstehen, die letzte Posaune? Aus dem Zusammenhang von damals, die Korinther, wussten wir, das war im Römischen Reich. Polybios, ein antiker Schriftsteller, in seiner Historia, Buch 6, Abschnitt 40, beschreibt den Ausmarsch des römischen Heeres und erklärt, erste Posaune wird geblasen, Zelte werden abgebrochen, das Gepäck wird zusammengepackt. Zweite Posaune, das Gepäck wird auf die Lasttiere aufgebunden. Und dann kommt die letzte Posaune, das ist die dritte, die letzte Posaune, das ganze Lager setzt sich in Bewegung. Das war ein fester Ausdruck, den die Korinther verstanden. Bei der letzten Posaune, das ist die Posaune zum Aufbruch, dann gehen wir nach Hause. Darum geht es. Und die sieben Posaunen waren damals gar noch nicht offenbart, das kam ja erst Jahrzehnte nach dem ersten Korintherbrief, wusste niemand etwas von den sieben Posaunen. Und die siebte Posaune ist auch nicht die letzte. Aber hier geht es um die Posaune zum Aufbruch. Ja, soweit Dr. Roger Libby. Er sagt also nun, dass die Entrückung
inmitten der Drangsalzeit eigentlich nicht stimmen kann. Kurz zur Erläuterung. Nachher werden wir noch eine andere Darstellung hören von Dr. Lothar Gassmann, den ich übrigens auch sehr schätze, dessen Kanal ich auch empfehle auf meinem eigenen Kanal. Gassmann sagt nun, dass die Entrückung dann stattfindet nach der siebten Posaune. Also weil er sagt, die Entrückung, haben wir ja vorhin gelesen, passiert zur letzten Posaune. Und er, Gassmann, legt das so aus, dass hier nur die in der Offenbarung genannte siebte Posaune, also das siebte Posaunengericht gemeint sein kann. Und danach die Entrückung stattfindet. Also die Gemeinde die ganzen sieben Siegelgerichte mitmachen muss. Aus dem siebten Siegel entstammen ja dann die sieben Posaunengerichte. Und Nummer 7 ist eben die letzte Posaune. Und aus der letzten Posaune kommen dann noch weitere sieben Gerichte, die Zornschalengerichte. Und Dr. Lothar Gassmann verortet nun die Entrückung eben nach dieser siebten Posaune, weil es ja die letzte ist. Das ist ja das letzte Posaunengericht. Klar, es gibt sieben Stück und das siebte Posaunengericht ist eben das letzte. Insofern kann man das erstmal schon nachvollziehen. Ja, und er sagt, dann findet die Entrückung statt. Während Dr. Roger Libi sagt, die Gemeinde wird entrückt komplett vor den Siegelgerichten, auch schon vor dem ersten Siegelgericht überhaupt. Und die Gemeinde muss überhaupt in keiner Weise durch die große Drangsal. Ja, hier haben wir also diese zwei entgegentretenden Argumentationen. Nur eine kann stimmen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, okay, aber Dr. Roger Libi hat eben gerade ja aufgezeigt, dass das von der Bibel her eigentlich nicht stimmen kann, da diese letzte Posaune aus der Offenbarung gar nicht die letzte Posaune ist. Also er zitiert hier Matthäus 24, ab Vers 30. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also das ist dieses zweite Kommen. Und er wird, also das wenn man die Entrückung noch mitzählen wollte, das dritte Kommen, ja, wenn er wirklich die Erde betritt. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Also hier haben wir diesen Posaunenschall, oder wie Dr. Roger Libi eben gesagt hat, dass da vom Griechischen eigentlich Posaune steht. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Ja, also, und da hat er ja dann im weiteren Verlauf auch noch erklärt, wie das dann zu verstehen ist mit dieser letzten Posaune, dass das so bekannt war, dass da dieses erste Posaune gibt, dann die zweite und die dritte zum Aufbruch, was so viel heißt, wir gehen los. Okay, also, und dann wollen wir uns aber auch mal die Position anhören von Dr. Lothar Gassmann. Wie gesagt, ich schätze beide. Ja, ich sitze da auch so zwischen den Stühlen gerade, aber ich werde ja auch nachher begründen noch, welche Auffassung ich eigentlich doch für wahrscheinlicher halte. Gut, aber hören wir jetzt erst noch mal, was Dr. Lothar Gassmann dazu zu sagen hat. Die Diskussion dreht sich im Wesentlichen jetzt darum, um was für eine Posaune, beziehungsweise letzte Posaune, es sich handeln mag. Es steht ja da zur Zeit der letzten Posaune. Versteht man die Bibel einfach und wörtlich, so wie es geschrieben steht, so habe ich es verstanden, bevor ich irgendwelche Kommentare dazu gelesen habe. Und dann habe ich natürlich auch verglichen, die Argumente, ist ganz klar. Also wenn man die Bibel einfach und wörtlich versteht, dann kann die letzte Posaune meines Erachtens nur die siebte Posaune in der Johannes-Offenbarung sein, zumal gerade bei dieser Engel beteiligt sind. In Offenbarung 11, 15 bis 18 steht über die letzte Posaune Folgendes geschrieben. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen
nicht auf den Rücken, Thema, was wir gerade auch schon diskutiert haben, sondern immer auf ihr Angesicht. Ja? Und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst und der du kommst, der du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Jetzt hat Gott die Königsherrschaft angetreten. Und die Heidenvölker, so heißt es weiter, sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden, ist das Totengericht, und jetzt, und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Das geschieht alles bei der siebten Posaune. Kommt hier die Entrückung vor oder nicht an dieser Stelle, wenn man das mal so ganz einfach liest? Nun, die Toten werden gerichtet und die Knechte, jetzt ist die Zeit gekommen, dass die Knechte ihren Lohn bekommen. Was heißt das anderes, als dass sie entrückt werden und ins Preisgericht gelangen, 1. Korinther 3. Kindlich verstanden, diese Stelle, ja, ohne großen theologischen Apparat jetzt. Ja, also, wie schon erwähnt, Dr. Lothar Gassmann begründet das oder argumentiert in die Richtung, dass die Entrückung vor den Zornschalengerichten, aber erst nach der siebten Posaune stattfindet. Er sagt hier auch, weil da die Gläubigen ihren Lohn bekommen, und er argumentiert jetzt so, das könne ja dann nur die Entrückung sein, worauf dann das Preisgericht folgt. Okay, gut, also er sagt, er hat das so einfach kindlich gelesen. Das muss ich anerkennen, das finde ich auch gut. Auch der Herr Jesus sagt ja, ihr werdet wie die Kinder, ihr könnt sonst das Gottesreich nicht sehen. Also, dass da so eine ganz einfache, ja, dass man nicht streng wissenschaftlich jetzt an den Text herangeht, das muss ich auch absolut unterstreichen, das finde ich gut, wenn man das einfach in einer ganz, ganz einfachen Schlichtheit liest, das Wort Gottes. Gleichwohl, das haben wir eindeutig gelesen, auch aus Matthäus 24 und den Ausführungen von Dr. Roger Libby, dass das keineswegs die letzte Posaune ist. Es ist von den Posaunengerichten das Letzte, aber es heißt ja vorher in der Stelle 1. Korinther 15 bei der letzten Posaune und nicht beim letzten Posaunengericht. Das, finde ich, übersieht Dr. Gassmann hier. Ja, wenn wir uns nochmal hier dieses Schaubild anschauen, also wenn die Entrückung vor den Zornschalengerichten stattfindet, dann kann man beim schlichten Lesen der Bibel in aller Einfachheit schon auch erstmal auf den Gedanken kommen, das müsste die siebte Posaune sein. Ich gebe zu, auch das ist mir als erstes so in den Sinn gekommen. Ja, wir kennen die Offenbarung und das siebte Posaunengericht ist nun mal dort das letzte Gericht. Aber es ist nicht die letzte Posaune insgesamt in der Bibel. Oder im Neuen Testament hier, was die Endzeit angeht. Ja, das haben wir vorhin gesehen. Das heißt, das ist ein Grund, warum ich hier doch auch die Ansicht von Dr. Libby teile, dass die Entrückung komplett vor der Drangsalzzeit stattfindet. Aber es ist noch nicht das Hauptargument. Mein Hauptargument ist, wir sollen ja in dieser Erwartungshaltung leben, dass der Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Er könnte heute wiederkommen. Es kann auch noch 5 Jahre dauern. Ja, also, aber es ist im Prinzip so, die Erwartungshaltung kann nur da sein, wenn der Herr tatsächlich jeden Moment wiederkommen könnte. Bei der Auffassung von Dr. Lothar Gassmann hingegen haben wir diese Erwartungshaltung nicht. Denn er sagt ja, dass zuerst die ganzen 7 Siegelgerichte und zusätzlich noch die 7 Posaunengerichte stattfinden müssen vor der Entrückung. Und dann müssen auch diese Gerichte ja vorher geschehen, zum Beispiel das 4. Siegel. Ja? Da heißt es zum Beispiel in Offenbarung 6, dass da ein fahles, leichenfarbenes Pferd auftreten wird und dann wird es da Kriege, Hungersnöte geben und ein Viertel der Menschheit wird sterben. Das ist die Folge des 4. Siegels, Offenbarung 6,
Verse 7 bis 8. Das heißt, auf der Erde leben momentan irgendwie zwischen 7 und 8 Milliarden Menschen. Sagen wir mal 8. Nach dem vierten Siegel, wenn es bei dieser Bevölkerung bleibt von 8 Milliarden, müsste ja ein Viertel weggehen davon. Das heißt, wir hätten nur noch 6 Milliarden Menschen auf der Erde. Das heißt, da das aber ja jetzt noch nicht der Fall ist, hätte ich gar keine Erwartungshaltung, denn ich weiß ja, es sind immer noch 8 Milliarden. Und so könnte ich also in aller Seelenruhe abwarten, bis ich dann überhaupt die Siegel gerichte, natürlich nicht nur das vierte, ja, also die kompletten ersten sieben Siegelgerichte plus die sieben Posaunengerichte, da kommen ja noch andere Sachen. Ich habe nur das mal herausgenommen als ein ganz klares Zeichen, wenn plötzlich ein Viertel der Menschheit fehlt, ja, das würde man ja merken, das wäre Tagesthema, klar. So, und das ist eben noch nicht geschehen und ich könnte also nun in aller Seelenruhe abwarten und sagen, naja, die Entrückung kann nicht morgen passieren, weil wir haben immer noch 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Erst wenn diese ganzen Gerichte kommen, dann kann ich mich vielleicht so langsam mal, kann ich so langsam aufbrechen und mich fertig machen für den Aufbruch, für die Entrückung. Und das ist für mich das entscheidende Argument, warum ich glaube, dass hier Dr. Luther Gassmann an dieser Stelle irrt. In vielem gebe ich ihm recht und höre auch viel von ihm und empfehle ihn auch generell. Aber hier mit dieser Auslegung könnte er Christen in eine Scheinsicherheit wiegen, so oder auch überhaupt Menschen zu diese stetige Erwartungshaltung zu haben, dass sie diese dann nicht mehr haben, weil sie sagen, naja gut, also das wird schon noch ein bisschen dauern, bis der Jesus zur Entrückung kommt. Da müssen ja noch die ganzen Siegelgerichte und so weiter passieren. Und das kann nicht sein. Die ganze Bibel lehrt, dass wir ständig warten sollen auf die Wiederkunft des Herrn und dass wir harren darauf. Und das kann ich nur dann tun, wenn ich davon überzeugt bin, dass der Herr heute wiederkommen könnte oder morgen oder in Kürze eben. Nur dann kann ich diese frohe Erwartungshaltung überhaupt haben. Und deswegen muss aus meiner Sicht, bei allem Irrtum, den auch ich unterliege natürlich, aber von der ganzen Logik her, von der ganzen biblischen Botschaft her, muss die Entrückung vor diesen Geschehnissen in der Offenbarung stattfinden. Na gut, das war es auch schon mit dieser Ergänzung. Gerne, wenn ihr andere Auffassungen habt und die biblisch begründet, gerne. Also kann man ja in den Kommentaren tun. Da freue ich mich auch, falls es da einen regen Austausch gibt. Meine Meinung kennt ihr nun und deswegen diese kurze Ergänzung. Naja, so kurz war es jetzt auch nicht. Aber ich denke, den Raum musste man der Frage geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gottes Segen für euch alle. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.